Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung und einer daran anschließenden Fahrt. Auf der Strecke München-Augsburg, der gute Windicity hat eine Fahrplan-Mod erstellt für die Strecke München-Augsburg und ihr seht, der Münchner Hauptbahnhof ist schon ordentlich gefüllt. Wir werden heute mit dem ICE einmal vom München Hauptbahnhof nach München-Pasing fahren. Und ihr seht jetzt gerade schon, es ist wahnsinnig viel los. Link zu der Mod ist in der Videobeschreibung. Wir fahren heute mit dem ICE 3 und ja, ihr seht, es ist unfassbar viel los. Wir setzen uns mal rein in den Führerstand. Wir sehen, der Zug ist nicht aufgerüstet. Das müssen wir noch tun. Dafür stehen wir jetzt einmal auf und müssen erstmal den Batteriehauptschalter anwerfen. So, Batterie an. Ihr seht's, da Batteriespannung ist vorhanden. Dann können wir die Türen schon mal auf der rechten Seite öffnen. Wobei, ich glaube, die Fahrtrichtung müssen wir noch auswählen, genau. Können dann den Stromabnehmer heben. Und dann den Hauptschalter hinterher. Verzeiht es mir, ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. PZB und LZB an, daher huste ich noch ein bisschen. Spitzensignale auf normal. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir soweit nicht, wobei ich hätte gerne die Fahrplanbeleuchtung an. Federspeicherbremse müssen wir noch lösen. Die Transparenzsteuerung brauchen wir nicht. Wir gehen noch in die Zugbeleuchtung und machen das Licht an. Gehen in die Abfertigung. Wir sehen, alle Türen sind noch offen. Und gucken uns einfach mal jetzt hier mal ein bisschen um. Also was wir hier sehen können, erstens viele Fahrgäste, die hier gerade aussteigen. Hier der Eurocity mit der 101 und den Intercity-Wagen. Hier der Flirt von Luzern-Sursee ist mehr eine Platzhalter für Fahrzeuge, die wir leider nicht haben. Oh Leute, ich muss euch was erzählen. Gestern bin ich tatsächlich in München Hauptbahnhof, ich glaube, hier auf diesem Gleis angekommen mit dem Eurocity. Und hatte nur 7 Minuten Umstiegszeit und musste dann von Gleis 22, also hier vorne, den ICE bekommen. So, das Problem war dann, also ich hatte halt einen großen Wanderrucksack und noch einen zweiten kleinen Rucksack mit dabei. Ich war und bin gesundheitlich etwas angeschlagen gerade, also leicht erkältet. Und ja, ne, das sind leider keine guten Faktoren, um sich zu beeilen, damit man seinen Zug bekommt. Ich habe es dann noch geschafft, aber ich war danach wirklich fertig. Und ich hatte Glück, dass mein Sitzplatz hier vorne im zweiten Wagen war und ich nicht bei der Doppeltraktion dann irgendwie noch komplett runterlaufen musste. Aber Leute, das war wirklich... Was ist das? Achso. Das war wirklich echt schwierig, sagen wir es mal so. Aber ich habe es noch geschafft. Auch wenn wirklich ich zwischendurch gedacht habe, eieiei, den Zug, den kriege ich nicht. So, Türen schließen sich. Tür 15 ist noch offen. Dürfte sich jetzt aber auch jeden Augenblick schließen. Ja, ist zu. Wir lösen die Bremse und fahren los. Können auch die AFB freigeben. Ausfahrt mit 40. Und hier fährt schon der nächste ICE ein. Da vorne fährt der Dosto aus. Ja, Signalisierung in München bzw. auf München-Augsburg, da muss man immer so ein bisschen beide Augen zudrücken. Das ist leider nicht immer ganz realistisch, aber Leute, ich sag euch was, ich habe in den Fahrplan schon hineingeschnuppert und es macht unfassbar viel Spaß, hier rumzufahren. Also das gibt der Strecke doch nochmal ein komplett neues Antlitz. Ist auch der Wahnsinn, was hier so an, wie viele Gleise hier sind, ne? Verrückt.
So, gleich dürfen wir 130 fahren. Ach, wirklich einfach schön, ne? Wie hier der Doppelstockzug ausfährt, die S3 nach Maisach. Da fährt ein Talent 2 in Doppeltraktion ein. Da fährt noch ein Dosto nach München Hauptbahnhof ein. Hier ein ICE aus der Abstellung heraus. Es gibt auch übrigens viele Fahrten im Fahrplan, wo man in die Abstellung hineinfährt oder aus der Abstellung heraus. Intercity-Wagen sind da auch noch abgestellt. Also wirklich sehr, 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 sehr schön. Der fährt jetzt hier runter. Okay. Wohin führen die Gleise hier? Das sieht auch lustig aus, oder? Und tschüss. So, wir dürfen 130 fahren. Das tun wir jetzt auch. Wir fahren nur bis Pasing, weil es mir hauptsächlich darum geht, einfach mal zu zeigen, wie der Raum München aussieht. Denn das ist ja definitiv das Highlight, dass hier am Münchner Hauptbahnhof eben so viele Züge jetzt mittlerweile stehen und in den Abstellungen auch rumstehen. Richtung Augsburg wird das halt vergleichsweise weniger, was so die Züge angeht. Aber das ist ja auch irgendwie klar, so dass hier jetzt der Fokus in diesem Sinne München Hauptbahnhof ist. Und es ist einfach cool, ne, was hier so einfach in Rollmaterial rumsteht, was hier hin und her fährt. Da ist noch ein ICE, der fährt da auch gerade aus der Abstellung heraus. Da kommt schon der nächste Dosto entgegen. Also genau so muss München Hauptbahnhof aussehen. Und ich finde, ne, also ganz ehrlich, man kann München Hauptbahnhof, München Augsburg, da gibt es halt immer. Also ich fand es immer so ein bisschen irgendwann ermüdend und langweilig, auf München Augsburg rumzufahren, weil der Fahrplan einfach nicht viel hergegeben hat. Und die Szenerie ist auch nicht die allerbeste. Aber ich finde jetzt mit diesem neuen Fahrplan wirkt das Ganze einfach so dermaßen neu. Es fühlt sich so frisch an, auf dieser Strecke unterwegs zu sein, als sei es wirklich fast schon eine neu releasede Strecke. Und da einfach mal an dieser Stelle ein großes, großes Dankeschön an den Modder dafür, dass da so viel Arbeit hineingesteckt wurde, so viele Stunden an Zeit, die da drin stecken. Das machen Leute in ihrer Freizeit, das darf man nicht vergessen. Sehr schön, ne? Eine S-Bahn nach der anderen. So, ne? Also der Modder, der kriegt dafür kein Geld, dafür, dass der das macht. Das ist nicht hinter einer Paywall, sondern wirklich einfach kostenlos runterzuladen. Und da muss man echt sagen, großes, großes Dankeschön. So, jetzt müsste gleich die Ankündigung auf 60 kommen. Jawohl, da ist sie auch schon. Einfahrt in Pasing mit 60. So, wir müssen auf jeden Fall schnell mal unter 85. Das haben wir geschafft. Und dann auch noch unter 60. Hier wieder die S-Bahn, die ausfährt. Wahnsinn. Wir werden auf jeden Fall auch mal nochmal über die gesamte Länge fahren. Also wirklich von München bis Augsburg oder andersrum. Aber für den Moment fahren wir jetzt erstmal nur bis Pasing. Es geht ja eigentlich erstmal nur darum, die Mod einfach vorzustellen, zu zeigen, dass sie da ist, dass sie sich lohnt, dass man die sich mal definitiv runterladen sollte und was man davon so erwarten kann. Einmal rüber das Gleis gewechselt.
Das ist in der Regel ja eigentlich nur ein Halt zum Zusteigen, ne? Zum Einsteigen, aber nicht wirklich zum Aussteigen. Da wären wir auch schon in Pasing. Ich glaube, wir können jetzt auch mal anhalten, ja. Türen auf. Und ich würde sagen, wir ja, können hier noch eben der S-Bahn auch noch beim Ausfahren zugucken oder beim Einfahren. Stellen uns mal hier auf dieses kleine Stellwerk drauf. Und wirklich, also wir müssen keine, ich würde sagen, keine 15 Sekunden warten, bis dann vermutlich der nächste Zug schon wieder hier vorbeifährt. Gut, jetzt wird vermutlich in den nächsten 15 Sekunden genau kein Zug hier da vorbeifahren. Aber es ist wirklich so, also hier ist wirklich unfassbar viel los. Da fährt schon eben der nächste Zug bereits ein. Also ganz Unrecht hatte ich jetzt nicht, auch wenn ich in die falsche Richtung geguckt habe. Also da ist auch schon wieder die nächste S-Bahn. Sicherlich wird gleich demnächst auch noch ein ICE hier wieder lang brausen. Hier ist die S6 nach Ebersberg. Ja, ne? Ja. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Eigentlich könnten wir mal vielleicht eine Trainspotting-Runde hier mal tatsächlich machen. Dass wir hier mal einfach länger stehen, um die Züge beim Ein- und Ausfahren zu gucken. Das schon mal gemacht haben. Wäre mal wieder auch an der Zeit. Wollte ich auch mal Frankfurt Fulda noch machen. Aber ja, genau. Ne? Also so viel dazu. Zu dieser sehr, sehr, sehr coolen Mod. Hier fährt noch die S8 nach Herrsching aus. Können wir mal in die andere Seite gucken. Da kommt schon der nächste Zug. Also es ist wirklich der Wahnsinn, ne? Ja, der fährt nach nicht einsteigen. Bitte nicht einsteigen. Verspätung. Der Zug hat Verspätung. Wahnsinn. Ne? Also es ist wirklich krass, wie viel hier so los ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hier schon wieder die nächste S-Bahn. Meine Güte. Die S3 nach Maisach. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst dem Modder doch gerne mal einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.